Grüß Gott. Ich habe wieder Haushaltssachen geshoppt. Ich bin letzter Duo-Junkie. Ich war beim Kick, beim Daddy und beim Action natürlich, weil mich die Frühlingsrolline ein bisschen anfixt mit dem Action. Heute habe ich mir auch ein bisschen Löckchen gemacht. Ich war aber auch arbeiten auch. Und ich habe schon lange keine Locken mehr gehabt. Und diesmal habe ich diesen Pony so schön hinbekommen. Ich hoffe, ich kriege es morgen auch wieder so hin, aber ich glaube nicht. Ich habe das ein bisschen gemischt jetzt in meine Sacker gegeben. Ich habe auch was vom Müller, auch diese Blumen, die ihr da hinten seht. Ich habe ein bisschen was vom Müller gekauft, aber jetzt nicht viel. Aber ich zeige euch hauptsächlich die Haushaltssachen. Die Beauty-Sachen lege ich auf die Seite. Ich glaube, das ist nur ein Drum. Aber das kann ich euch in dem Video eigentlich auch zeigen. Ist doch scheißegal, oder? Bei Frühlingsrolina habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell finde, aber ich glaube nicht, dass sie so Saugknöpfe, Knöpfe, ihr wisst, was ich hoffentlich meine, ihr werdet sie eh gleich sehen, ich habe sie irgendwo, ich weiß es noch nicht wo, hat sie so aufs Fenster geklebt und dann dekoriert sie die Fenster immer und ich will das auch. Und ich habe mir, also mit dem Stefan gemeinsam, er war nämlich mit, weil er hatte dann auch von der Arbeit aus und wir haben sich dann getroffen. Ja, hat er mit mir ausgesucht, so zwei tolle Herzen, was, also ich habe so ein dreifaches Fenster, das kommt links und rechts und in der Mitte kommt was anderes, aber links und rechts kommen die Herzen, die beiden, wie soll ich das überhaupt sehen, das ist so etwas länger. Ich habe ein bisschen suchen müssen, dass ich Dekoration finde für die Fenster, aber sie hat mich auf die Idee gebracht, weil meine Mom hat immer diese Knöpfe, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe vorher Noppen oder so gesagt und da hat sich der Stefan tot gelacht. Die hat meine Mom immer gerne verwendet. Ja, das von Kik hat jetzt 2,49 kostet eines. Ich fand das so schön und ich kann mir das richtig gut beim Fenster vorstellen. Ja, bin schon gespannt, wie ich das dann hinkriege. So, ich fetze es mal nach hinten. Ich habe hier zwei verschiedene Brownie-Arten. Einmal diese Blondies eher mit weißer Schokolade. Ich schmeiß das mal dahinter. Und einmal, die kenne ich auch schon, die habe ich schon oft gegessen. Die sind so teuer beim Billa. Also Billa ist wie bei euch Rewe. Also Billa gehört auch zum Rewe-Konzern, falls jetzt niemand weiß, was ein Billa ist. Und beim Billa sind die, sorry, es war der Lufterfrischer da oben. Und beim Billa sind die sau teuer. Und dort haben sie, glaube ich, nur 1,49 oder so gekostet. 1,89 und sowas. Ja. Noch beim Action habe ich die hier gefunden. Ich habe zwar die Sachen auch gefunden, die sie immer so gerne isst. Also dieses Fudge und noch irgendwas anderes, aber das war mir alles zu hart und dann habe ich die hier gefunden und die sind relativ weich, ich glaube, die muss ich dann kurz in den Kühlschrank geben. Kuchenröllchen, so schauen die aus. Habe ich mir mal mitgenommen, gucken wir mal. Ich habe jetzt doch das Ringlicht angemacht, weil ich glaube, es ist zu dunkel. Und ich dachte, das geht sich noch aus. Das ist ein bisschen gemischt, aber ich habe die Rechnung gefunden. Brownies, 1,89. Das ist wirklich nicht teuer, weil beim Billa sind die teurer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie genau beim Billa kosten, aber sie sind wirklich teurer dort. Weil unser Badezimmer blau ist, habe ich dieses Körbchen dann noch mitgenommen. Ich habe jetzt aktuell nämlich ein rosanes im Badezimmer stehen und das gefällt mir farblich nicht. Und ich hätte gern das rosane für das Schlafzimmer, für meine Reinigungstücher zum Reinschlichen. Ich hoffe, das passt dort in die Ecke, wo die Schmuck Kiste da steht, weil das hat so eine schöne blaue Farbe und deswegen wollte ich das unbedingt fürs Badezimmer haben. Das war jetzt auch nicht teuer. Ich finde es nicht. Keine Ahnung, wie viel das kostet hat. Wenn ich dran denke und die Rechnung nicht verschmeiße, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen, hätte ich euch die Preise gerne einblendet. Aber ich liebe Action. Das ist alles überhaupt nicht teuer und ich habe mir das halt gekauft, weil das halt auch dunkelblau ist und es perfekt ins Badezimmer passt. Dann habe ich hier einen Reiniger. Ich weiß nicht genau, für was der ist. Ich habe das irgendwie noch nicht rausgefunden, aber ich finde, der riecht wohl gut. Der riecht ein bisschen wie so ein Zitronenzucker. Ich finde, das riecht so geil. Ich zeige euch den mal genauer, so schaut der aus. Ich hoffe, ihr könnt den jetzt sehen. Ja, da bin ich echt gespannt, wie der ist.
Ich habe den ja vor kurzem in einem anderen Haul gezeigt und ich werde diesen Waschmaschinen-Hygienereiniger nur noch beim Action kaufen. Beim Müller und beim Biber, weil den letzten habe ich beim Biber, glaube ich, gekauft, kostet 3,95 Euro oder so und beim Action kostet das hier 1,99. Da gab es leider nur eines, weil sonst hätte ich mir mehrere mitgenommen. Es fängt schon an, dass ich Küchenutensilien und Sachen bunker. Aber dann hätte ich mir das noch einmal mitgenommen. Weil das finde ich echt nicht schlecht. Also für 1,99 kann man da echt nichts sagen. Dann, das ist gerade hinter mir gelegen, mein Papa hat von diesem Gerät so geschwärmt. Das ist jetzt ganz neu. Ich mache euch das mal auf. Mein Papa hat es mir jetzt gestern gezeigt. Hallo, geh auf. Geht doch. So. Ah, okay, es geht da vorne auf. Na ja, dann. Das sieht so aus. So schauen diese neuen Flaschen aus. Es ist ja auch Plastik, also umweltfreundlicher kann es eigentlich nicht sein. Aber ja, mein Papa hat gesagt, es riecht mega. Und er hat gestern, war ich, also wenn ihr das Video seht, ist es ein bisschen blöd. Ich war vor kurzem bei meinem Vater und bei meinem Bruder zu Besuch. Und da hat seines gesprüht und ich finde, das riecht viel, viel besser als das, was ich gerade aktuell habe. Diese Airwick-Raumdinger da. Das finde ich viel intensiver als diese alten Airwick. Das hat mein Vater nämlich auch gesagt. Aber jetzt habe ich dieses Ding, jetzt werde ich es verwenden. Ich werde es auch im Wohnzimmer lassen. Das möchte ich aber gerne ins Badezimmer geben, weil ich da eher so einen stärkeren Duft, sag ich mal, brauche. Obwohl ich hier diese Raumstäbchen da habe, aber ich würde gerne mehr davon riechen, sage ich mal. Dann habe ich beim Action noch ein Backpapier mitgenommen, weil der Stefan wollte gestern mit Piccolinis machen, dann hatten wir kein Backpapier mehr und dort kostet das ja nur 99 Cent, also habe ich das gleich mitgenommen dort. Eines aber nur, weil ich nicht so viel schleppen wollte, aber dann hat der Stefan sich mit mir drauf unterwegs, weil er war von der Arbeit, hat er doch früher ausgehabt und er war dann in der Nähe und ist dann uninteressant, sorry. Ja, ich habe zwei solche Mappen gekauft. Ich fand das Design so schön. Es passt überhaupt nicht in die Wohnung. Ich habe so einen Tick mit dem, ihr wisst das ja schon. Aber ich fand das so schön und man sieht es im Schrank ja eh nicht. Kasten im Schrank. Das ist grün mit so goldenen Blättern. Und ich hätte es gerne für die Rechnungen, die wir gerade alle aktuell für die ganzen Möbeln. für die ganzen Rechnungen halt von den Möbeln, die würde ich da gerne reingeben. Weil ich habe die von XXX Lutz verzweifelt gesucht und habe sie erst gefunden, gestern glaube ich. Und da wäre es halt ein bisschen ordentlicher drin. Ich weiß jetzt noch nicht welche, entweder die blaue oder die grüne, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe halt noch eine mitgenommen, weil der Stefan sollte seine Dokumente auch irgendwo reingeben. Ich habe da jetzt auch Beauty-Sachen, auch ich zeige sie euch einfach. Eine ist nicht für mich und eine schon. Es gibt eine neue Maske, die lege ich hier gleich zu der anderen da dazu. Es gibt eine neue Maske mit Zitrone. Oder Julia ist eine Zitrone, oder? Egal. Geil. Die habe ich mir auch gekauft. Die hat auch die... Ich rede dauernd von der Frühlingsrolina. Es tut mir so leid. Ich bin so gehypt mit der Frau. Das ist echt arg. Die habe ich auch bei ihr in dem Video gesehen. Mit denen putzt sie die Fenster. Da steht aber Bodentuch. Ups. Ich glaube, ich habe die falschen. Scheiß. Scheibe. Ich glaube, ich habe die falschen erwischt. Ich habe jetzt die Bodentücher erwischt. Aber ich werde die trotzdem fürs Fenster probieren. Kann ja nichts verkehrt sein, oder? Ich probiere es trotzdem mal fürs Fenster. Dann habe ich die Allzwecktücher mitgenommen, die sie auch immer verwendet. Ich bin echt ein Freak, was sie betrifft. Ich schaue ihre Videos so gerne. Ich glaube, ich habe fast alle durch, die sie jemals hochgeladen hat. Aber die zeigt sie auch immer. Das ist von Spargo. Ich habe mir aber nur eine Packung mal mitgenommen, um sie zu probieren. Ich muss aufhören, dauernd jetzt zu sagen, das habe ich in dem Video gesehen. Das ist doch lächerlich. Es gibt beim Action ganz günstige Geburtstagskarten. Ich habe ein paar mitgenommen, weil ich fand die so zuckersüß. Ich habe mir die dreimal mitgenommen, weil ich fand die so süß. Das ist das... Ein Lama ist das? Ich glaube, das ist ein Lama, oder? Das ist doch so süß. Und das hat Konfetti drinnen. Ich habe mir das dreimal mitgenommen, weil ich das so süß fand. Die habe ich aber auch bei ihrem Video gesehen, weil die habe ich selber gefunden. Und die habe ich auch bei ihrem Video gesehen. Das sind so Hunde drauf, so 3D-Hundis. 3D ist das, oder? Ich glaube, egal. Aber das fand ich sowas von süß. Ich wollte das eigentlich auch mit den Katzen haben, aber das hat es leider nicht gegeben. Dann, falls mal jemand in meinem Freundeskreis schwanger werden sollte, was ich nicht glaube. Naja, beinahe hoffe ich schon.
habe ich da so Babykärtchen mitgenommen, zweimal die, weil da nur Hello Baby drauf stand, aber das steht halt in Blau drauf, ist halt auch ein bisschen blöd, oder? Aber ich habe die nicht in Rosa gesehen. Ja, ich finde, das ist egal, oder? Ich fand die halt süß. Ein Boy habe ich aber auch mitgenommen. Ich habe das Girl vergessen, glaube ich, mitzunehmen, ich Drossel. Dann habe ich eine mit Happy Birthday, mit Sternen drinnen. Das geht ein bisschen. Oh ja, man sieht sie, die schaut so aus. Auch mit Kerzen und Sternen drinnen habe ich auch eine. Ich fand das Design so cool. Und die haben wirklich nicht viel gekostet. Ich glaube, die haben, wo sind es denn? Glückwunschkarte Baby 3D. Na, das ist die andere, glaube ich. Na, die heißen die auch. Konfetti. 94 Cent. Also das ist nicht so schlimm. Und das fand ich auch süß mit dem Piepmatz. Der hat nämlich Herze drinnen in diesem Cupcake. Den fand ich auch so süß. Habe ich mir aber nur einmal mitgenommen. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Karten für Geburtstage. Schmeiße ich da gleich am Boden, weil ich habe da den Kasten, wo ich die Sachen aufbewahre. Beim Kick habe ich mir so eine Aufbewahrungsbox gekauft. Ich wollte die unbedingt haben für die Schrauben. Ich habe eigentlich was anderes, so ein buntes Kästchen, aber ich glaube, das ist besser für Schrauben. Ein bisschen übersichtlicher, würde ich sagen, ist das. Und ich würde diese, was man kriegt fürs Zusammenschrauben, diese Hakerln und das, will ich in diesen bunten Kasten lassen und die Schrauben will ich aber da reingeben. Finde ich ein bisschen besser. Dann habe ich hier ein Home-Schild. Ich fand das so schön. Ich hoffe, die hat mir jetzt ein schönes gegeben, die Verkäuferin, weil die hat nochmal nach hinten müssen, weil bei dem, was ich wollte, war kein Preis drauf. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht so cool. Da ist, seht ihr das? Das ist so ein Kleberest. Naja. Ich bin dann auch nicht so ein Mensch, die sich aufregt, dass sie das haben wollte, obwohl ich das eigentlich hätte machen können, aber egal. Ich meine, man wird's. Jetzt habe ich Wortkotze wieder. Man wird es eh nicht so sehen. Ich will das nämlich dann unten am Fensterbrett platzieren. Und ich habe es euch jetzt gar nicht genau gezeigt. Ich bin so hibbelig, sorry. Ich habe es euch jetzt gar nicht genau gezeigt. Aber es passt perfekt zu meinen Möbeln. Es ist vielleicht sogar eine Spur zu hell. Sehe ich gerade, glaube ich. Ich könnte es aber auch da oben hinstellen. Da oben in die Ecke. Ich meine, ich wollte es aber fürs Fensterbrett haben. Weil das farblich so... Ich finde es farblich voll schön. Ja, das wollte ich entweder in die Mitte oder auf die Seite, ich weiß es noch nicht. Dann habe ich hier das zweite, was ich ja noch aufhängen wollte, weil das hat so einen selben Farbton und hat Federn dran. Das finde ich auch voll süß. Das hat, ich habe jetzt die Preise gar nicht gesagt von den ganzen Klumpern, sorry. 1,99, das ist im Loch. Wo gebe ich das hin? Das Home hat gekostet 4 Euro. Na, war schon ein bisschen viel. Für 4 Euro hätte ich gern das, was ich mir ausgesucht habe. Aber okay, wir wollen sich ja mal nicht beschweren. Ja, aber das ist von Kik, ich meine. Da darf man sich überhaupt nicht beschweren. Mich stören nur jetzt die Klebereste da oben. Ich hätte doch so eine Zicke sein sollen und sagen sollen, nein, sie gehen jetzt zurück und holen das, was sie mir gerade weggenommen haben. Aber ich bin halt nicht so. Aber ich finde es trotzdem wunderschön. Es gefällt mir noch immer. Ich bin froh, dass ich es habe und ich bin gespannt, wo ich es hingebe. Ich weiß noch nicht genau wo, aber mach mal kurz einen Zwischenstopp. Beim Müller war ich ja auch. Und da habe ich ganz viele von diesen Plastiktulpen endlich mitgenommen. Ich habe. Wo will denn die hin? Mir hat das keine Ruhe gelassen, weil ich wollte noch unbedingt zwei von diesen offenen. Ich bin gestört. Ich habe sie euch ja, glaube ich, in dem letzten, ich weiß nicht, wie ich die Videos hochlade, in einem Haul werdet ihr die nochmal sehen. Und jetzt für den Friedhof habe ich mir gedacht, kaufe ich neue. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich die am Friedhof geben will, weil da können sich halt die ganzen Viecher einnisten. Das ist auch ein bisschen doof, ne? An das habe ich gar nicht gedacht. Ich meine, die haben nur noch 2,50 Euro gekostet. Also ist jetzt nicht die Welt. Aber ich habe nämlich andere Tulpen die ganze Zeit beim Grab. Und ich wollte unbedingt was Neues haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich 7 von dem Weißen mit. Ich finde die schon, nämlich vom Weiten schon, die nämlich nicht schlecht aus. Und die sind fürs Grab. Also wenn sich da ein paar Viecherchen einnisten, ist das, glaube ich, nicht so dramatisch. Ja, und wie gesagt, ich habe noch 2 Rosane gekauft und die werde ich gleich in meine Vase geben, weil die steht schon im Schlafzimmer. Nochmal beim Kick habe ich noch so ein Holzgestell mir gekauft. Da steht Relax drauf. Und ich wollte das so irgendwie...
da hinstellen. Ich weiß auch nicht, welchen Vorhang ich mir kaufe. Da bin ich auch. Ich habe ja noch immer keine Vorhangstange da, das geht mir auch so um Keks. Aber die besorge ich morgen, da bin ich mit der Brigitte unterwegs und ich will unbedingt 2 Vorhangstangen noch kaufen. Ich muss das heute noch ausmessen. Darf ich nicht vergessen. Weil ich will die unbedingt endlich. Ich will endlich Vorhänge im Wohnzimmer haben, das ist schon so mühsam. Ja, das hat 2,99 € gekostet. Und ich finde, das passt mit dem Home so gut zusammen. Oder? Naja, da in der Kamera wirkt es jetzt heller. Mann, was für eine Scheiße. Aber es schaut gleich aus. Also ich finde, es schaut schon gleich aus, aber... Oh ja, jetzt sieht man es. Ja, jetzt sieht man es. Es ist eh gleich. Also ich bin gespannt, wo ich das hingebe. Eigentlich wollte ich jetzt noch die Fenster putzen, aber ob ich mir das antue... Bin ich mir nicht sicher. Ich bleib stehen hier. Bin letzter Zeit, ich war noch nie auf Deko. Wirklich noch nie. Und jetzt irgendwie haut es mir echt den Vogel raus. Ich zeige euch das jetzt halt trotzdem. Ich habe mir für meinen Schminktisch noch so eine Lippenstifthalterung gekauft. Weil mir geht das so auf die Nerven. Ich habe dieses große mit den MAC-Lippenstifte. Dann habe ich noch ein kleines, also so eins. Und mir fehlt halt einfach noch eins. Ich habe alle MAC-Lippenstifte am Schminktisch stehen, was auch Staubfänger sind, das was mich auch unnervt. Aber egal, ich habe jetzt noch ein zweites davon. Wo gebe ich das hin? Weil mich das einfach so anzipft. Und das sind diese Saughaken, heißen die hier. Die will ich ans Fenster. Ich hoffe, da knallen mir die Dinger nicht runter. Aber sie hat es auch so und bei ihr hält sie auch. Ich habe mir die jetzt mal von Müller gekauft. Eigentlich habe ich solche noch von meiner Mama, aber ich finde sie nicht. Durch den Umzug, ich glaube, das ist alles im Keller. Muss ich mal gucken, wo das hin verschwunden ist. Aber da habe ich 3 Stück jetzt mal. Das heißt, das Wohnzimmerfenster könnte ich demnächst fertig machen. Und dann habe ich 3-mal verschiedene Müllsäcke gekauft. Einmal die Cleanpack, das ist sogar die Eigenmarke. Alle sind die Eigenmarke, alle 3. Die liebe ich ja. Also für einen großen Mistkübel in der Küche finde ich die am allerbesten. Die schauen so aus. Die haben auch diesen Hängel, da passt viel rein, die reißen nicht, ich liebe die. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie kosten, ich habe meine Rechnung auf der Müller-App. Aber die finde ich mega, die finde ich wirklich mega. Dann habe ich sie noch in klein, für mit Blütenduft, also wenn man das braucht. Die habe ich für meinen, sag's mal doch, Badezimmer-Mülleimer gekauft. Und da sammeln wir die Plastikflaschen drin. Ich hätte eigentlich eine andere Lösung dafür, aber jetzt zwischendurch, wenn wir es halt noch eine Weile so machen, die riechen auch zitronig, braucht man eigentlich auch nicht für Plastikflaschen. Ich habe eigentlich immer grüne und ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber für Plastikflaschen nehme ich immer die. Ja, wir sind noch immer nicht fertig. Ich habe eine Kerze mir gekauft, die hat nur noch 8 € gekostet. Eigentlich brauche ich keine Kerzen mehr. Ich habe sie auch extra nicht in groß genommen, sondern habe sie in klein. Ups. Die riecht so mega. Die hat nur noch 8 € gekostet und ich habe ja Prozente drauf gekriegt. Jetzt gehen wir mal diesen hässlichen 8-Euro-Sticker darunter. So sieht die Kerze aus. Die hat mir nämlich vorgestern ein Arbeitskollege gezeigt und ich fand die Rauch so... Roch, wie war das? Was war das? Die roch so geil, dass ich die unbedingt haben musste. Und den kleinen hatten wir die, glaube ich, nicht. Die riecht so gut. Deswegen wollte ich sie unbedingt haben. Die kommen dann gleich weggeräumt. So, einen Sackerl haben wir noch. Ich war auch davor noch beim Teddy. Oh, diese blöde Reklame. Ja, die 2 schmeiße ich raus, weil die müsste nicht sehen. Ich war auch vorher noch beim Teddy. Und habe mir da auch nicht viel, sondern nur ein bisschen was gekauft. Ich habe da so kleinere Schwämme gefunden. Die sind richtig winzig. Seht ihr das? Die sind echt klein. Und für 1 €, also wenn ich irgendwas Ekliges damit säuber, zum Beispiel das WC, schmeiße ich ihn sowieso natürlich gleich weg. Und da denke ich mir so, ja, für 1 € ist das vollkommen okay. Was haben wir dann noch? Okay. Ja, dann beim Teddy habe ich mir auch so einen Schwamm schon wieder gekauft. Ich habe so eine Phase mit diesen depperten Schwämmen. Den hatte ich aber schon mal beim Teddy und war urtraurig, dass den nicht mehr gibt, weil da sind so kleine Herzen drinnen im Bund. Und das fand ich so süß und jetzt habe ich immer viele von dem Blödsinn. Dann habe ich noch was für einen Winnie. Ein Burger. Ich fand den so süß. Ich bin schon gespannt, was der Stefan dazu sagt, wenn er den sieht, aber der quietscht auch. Ich fand den so herzig.
Ist der nicht süß? Jetzt hat er seinen eigenen Burger. Und das ist ein schönes Hundespielzeug für Daddy. Das hat einen Faden. Aber ich finde das ein schönes Hundespielzeug. Für meinen Winnie Poop. So. Fürs Badezimmer habe ich mir gedacht, könnten die gut passen. Ich habe nämlich keine gefunden, die mir gefallen haben. Ich hoffe, dass die überhaupt was können, weil die kosten nur 2,50 Euro. Auch wieder vom Teddy natürlich. Das waren auch die letzten, was dort gehängt sind. Und ich wollte die unbedingt. Ich wollte sie unbedingt haben. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hinklebe. Ich könnte sie vielleicht auf die Tür. Muss ich aber noch schauen. Wir brauchen irgendwas, wo wir Handtücher aufhängen können. Es zipft mich so an, das kann sich keiner vorstellen. Und deswegen habe ich die Sterne hier, ich habe sie euch noch gar nicht gezeigt, ich habe die Sterne hier gesehen und habe mir gedacht so, die sind so süß und passen ins Badezimmer. Es ist ein bisschen zu dunkel, das Blau, aber ich finde das trotzdem süß, weil es halt Sterne sind und weil es schon passen, finde ich. Ich meine, der obere ist da schon ein bisschen verwirrt rein, also verwirrt rein, was ist mit mir los? Der hat den blauen Stern ein bisschen zu weit unten, wenn man die anderen sich so ein bisschen anschaut, aber ich finde das ist scheißegal. 2,50 Euro, kack, egal. Ich hoffe, dass die überhaupt was können. Ich fand die niedlich. Ich fand die echt niedlich. Was ich noch unbedingt haben will, ist für meine Wäscheklammern, also für meine Wäscheklammerngruppen, wie immer man doch das aussprechen mag, so einen Korb. Den, was man auf den Wäscheständer hängen kann. Aber da, ich will was Ausgefallenes. Ich will nicht so einen klassischen Korb, sondern wenn ich schon sowas kaufe, dann will ich was Ausgefallenes. Was ganz Ausgefallenes. Deswegen warte ich noch. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Ja, das war's jetzt leider mit dem Video. Voll traurig. Bin ich jetzt schon wieder vorbei? Ist mir das nämlich auch Spaß gemacht? Dämlich. Aber ich liebe in letzter Zeit Haushaltsprodukte. Eigentlich wollte ich noch mehr Reinigungsprodukte beim Action kaufen. Und ich muss dann rausfinden, was das für ein Ding da ist. Ich wollte es unbedingt haben, weil es so gut gerochen hat. Aber keine Ahnung, wofür das genau ist. Ich muss mir das nochmal genauer durchlesen. Werde ich machen. Dann bin ich gespannt, für was das genau ist. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Video. Ich weiß, in letzter Zeit Haushaltssachen sind voll meins. Eh traurig genug. Aber ich will auch meinen Schminktisch demnächst mal aufräumen. Ich habe auch beim Kick so ein Riesenherz wieder gesehen, wo ich meine Schminke reinschlichten könnte, was ich gerade aktuell verwende. Weil meine schaut schon grauslich aus. Das ist schon so verfärbt. Aber nächstes Mal vielleicht. Ich habe jedes Mal Schluck auf, das ist nicht mehr normal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, wie ihr diese Haushaltsvideos findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!